Wir befinden uns jetzt in der Vorbereitung zur Elektronenmikroskopie. Gehen wir mal rein. Und wir fangen mal ganz hinten an mit der Dampfungsanlage. Hier ist ein bisschen lauter, denn hier stehen ein paar Pumpen. Die Pumpen gehören zur Mikrosonde, die im anderen Raum ist. Das sind Turbopumpen und damit es da drüben nicht so laut ist, stehen die Sachen hier. Genauso wie noch zwei andere Sachen hier stehen, die zur Mikrosonde gehören. Die sind auch auf der Seite, das ist hier die Stromversorgung und das ist ein Kühlaggregat, also es ist einfach ein Wasserkühler, der auch, wie gesagt, zur Mikrosonde drüben gehört. Für die Mikrosonde braucht man auch, dass die Proben, Dünnschliffe oder Dickschliffe, also diese hochpolierten Proben, mit Kohlenstoff gedampft werden. Denn die Elektronen, die müssen auf der Oberfläche abgeleitet werden. Und das macht man mit einer dünnen Kohlenstoffschicht auf diesen Proben drauf. Und dazu hat man diese Anlage. Man kann diese Proben, ich nehme es einfach mal kurz ab. Dazu braucht man natürlich Handschuhe, die es natürlich nicht mehr egal gibt. Ich nehme jetzt mal kurz nur einen Handschuh zum Sparen. Ich werde mit der Hand nichts anfassen lassen. Die Bedampfung findet hier im Hochvakuum statt. Dazu nehme ich das mal ab, das hier ist ein Impressionsschutz. Sollte tatsächlich mal diese sehr dicke Glasumwandlung, diese Glaskugel implodieren. Man steht daneben, dann ist ein schlechter Name zum Schutz drum. Die Proben kann man hier reinlegen, dafür gibt es verschiedene Probentische, die kann ich gleich noch zeigen. Hier oben sind die beiden Kohlestäbchen. Und diese beiden Kohlestäbchen, die sind hier aufeinander und dann lässt man, nachdem da drin Hochvakuum erzeugt worden ist, den Strom durchfließen und dann wird der Kohlenstoff nach unten. Es battert auf die Proben, der fällt einfach nur auf die Proben drauf, ist der Hochvakuum, dann fällt der Kohlenstoff einfach nur runter und bildet eine sehr dünne Schicht auf diesen Proben. Die muss man wieder rausnehmen, diese Kohlestäbchen, und die Leute arbeiten. Das kann man nicht wieder benutzen. Aber so funktioniert im Prinzip die Bedampfung von Proben. Das Ganze hier ist die Steuerungseinheit, um das Hochvakuum zu erzeugen, beziehungsweise nachher auch um den Strom hier durchfließen zu lassen. Bevor man das Ganze hier in Kohlenstoff gesamt, muss die Probe natürlich gereinigt und auch getrocknet werden. Dafür gibt es hier drüben einen Abzug. In diesem Abzug gibt es verschiedenes Material, um die Probe zu reinigen. Beispielsweise Petrolbenzin, ja, steht hier drauf, Ethanol, manchmal gibt es auch noch Isopropanol oder Methanol und so weiter, verschiedene Sachen zum Reinigen. Wir benutzen meistens nur Petrolbenzin und Ethanol. Das Ganze stellen wir dann, die Probe stellen wir in einen Becher rein, diesen Ultraschallbad. Das kann dann hier unten, kann dann drin alles eingeschaltet werden, zum Beispiel Licht. Und so weiter. Und dann reinigen wir das Ganze. Zusätzlich mit dem Abzug bereiten wir auch die Kohlestäbchen vor. Dafür sind diese Schleifpads da, und diese dünnen Kohlestäbchen können hier in den Block reingestellt werden und dann geschliffen werden, um dann die dort entsprechend einzubauen. Dafür brauchen wir den gesamten Abzug. Wenn die Proben gereinigt sind, trocknet man die erstmal, da ja vielleicht eine Flüssigkeit drauf ist. Natürlich gibt es hier einen Vakuum-Trockenschrank. Da stellt man die Proben rein, dass sie nicht nur warm sind, sondern auch noch Vakuum, und dann trocknen die sehr gut. Dafür gibt es so eine kleine Minipumpe, mit der man das Vakuum hier erzeugen kann, beziehungsweise die Schaltpaneele hier daneben, um den Vakuum-Trockenschrank zu bedienen. Das ganze Panel wird jetzt hier zum Vakuum-Trockenschrank. Und damit bedanken wir die Proben für die Mikrosonde. Für das Raster-Elektronenmikroskop bespattern wir jetzt die Probe sehr häufig mit entweder Gold oder Platin. Früher wurde das hier, also das ist die Bespattanlage für das Raster-Elektronenmikroskop, früher hat man hier sehr viel mit Gold bespattert, heute macht man das hier mit Platin. Dann kommt die Probe hier auf den Tisch, dann wird das Ganze gleich eingeschaltet, dann gibt es hier drin auch ein Hochvakuum, das ist auch der Impressionsschutz, innen drin auch die Glaszylinder. Und dann wird das Ganze von hier oben mit Platin bespattert für ein paar Minuten. Also das ist das Gerät zur Bespatterung von dem Raster.
Bedampfung für die Mikrosonde. Dann haben wir hier, um das Ganze abzurunden, in dem Raum noch zwei weitere Geräte, um eine sehr gute Bodenoberfläche für Grünstücke herzustellen. Jetzt hatte ich aber noch versprochen, ich zeige kurz noch weitere Halter, die man für die Bedampfung benutzen kann. Die sind hier drin, das sind solche Messinghalter, solche Runden, da kann man dann Dünnschliffe aufkleben. Wenn man auch Material dafür braucht oder so, findet sich natürlich alles in Schubladen, wie beispielsweise hier unten zur Bedampfung kleine Kleber, mit denen man das aufmacht. Und das ist das Vorbereitungslabor für das Elektronenmikroskop. Natürlich kann man das auch für die RFA benutzen, aber eben auch für das Raster-Elektronenmikroskop.